Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV und herzlich willkommen hier aus Barcelona, auch wenn es nicht so aussieht. Kia hat mich eingeladen. Die feiern hier heute Abend Weltpremiere von gleich zwei Fahrzeugen, dem Kia Proceed und dem Kia GT, also dem Kia Ceed GT. Und zusammen, das ist das Fahrzeug, was ich hier euch heute präsentieren werde, den Kia Proceed GT. Springen wir zurück in die Vergangenheit. Seit 2007 ist der Kia Ceed bei uns in Deutschland verfügbar. Es ist eine europäische Produktion, das ist in Europa entworfen worden, gebaut worden, entwickelt worden, getestet worden und wird auch nur in Europa verkauft. In Celina wird er gebaut und mittlerweile gibt es die dritte Produktgeneration, die ist Anfang 2018 das erste Mal vorgestellt worden. Ich habe euch den Fünftürer auch schon präsentiert. Den Fünftürer und sie haben jetzt im Sommer 2018 eigentlich so still und heimlich noch den Kombi, den Sportswagen, rausgegeben. Jetzt gibt es aber einen großen Aufschlag für den Proceed. Proceed werden die Kia-Kenner sagen, aber Moment mal, Proceed ist ja nichts Neues, das ist doch eigentlich nur der Dreitürer. Das war der Dreitürer, Pro-Ceed war der Dreitürer, ein dreitüriges Coupé, hat sich aber nicht so gut verkauft. Und jetzt haben sie gesagt, wir machen mal was Neues, was funktioniert wohl besser als ein Dreitürer, ist ein Fünftürer mit ein bisschen Kofferraum, der vor allen Dingen sportlich aussieht. Und sie stellen hier den Proceed als Shooting Brake vor. Shooting Brake ist ja angelehnt an den alten englischen Jagdwagen. Da konnte man jagen gehen und hinten dann noch Gewehre einladen und auch so ein bisschen das Gejagte dann verladen. Im Prinzip ist es heute ein Synonym von Sportkombi. Wir haben also eine Mischung zwischen Kombi und einem Coupé hinten. Und Kia nennt den Wagen ab sofort Proceed. Den Proceed gibt es in zwei Ausstattungslinien, einmal in der GT-Line und als GT, darunter gibt es nicht. Also die einfachen Ausstattungslinien werden das gar nicht bedient. Und hier seht ihr halt den Kia GT, den es natürlich auch als Fünftürer gibt, aber nicht als Kombi. Mit einer Länge von 4605 mm ist der Proceed, also der Shooting Brake, 5 mm länger als der Kombi. Kann man im Prinzip vernachlässigen. Der Radstand ist genauso 2,65 Meter. Er ist 1,80 Meter breit wie die restliche Ceed-Familie, aber nur 1,42 Meter hoch. Das heißt, er ist 43 mm flacher als zum Beispiel der Kombi oder der Fünftürer. Liegt auch so ein bisschen am Fahrwerk. Da haben sie was gemacht für den Proceed, aber auch gleichzeitig für den GT. Haben sportliches Fahrwerk entwickelt. Das hat jetzt eine Bodenfreiheit von 13,5 statt vorher 14 mm. Und wenn wir uns den Proceed angucken, also den Shooting Brake, dann sagt hier, im Prinzip haben sie alles neu gezeichnet, die komplette Seite bzw. das komplette Auto ist neu gezeichnet, bis auf die vorderen Kotflügel und die Motorhaube. Der Proceed wird mit drei Motorisierungen angeboten. Zwei humane zivile Motorisierungen, das ist ein 1,4 Liter Turbobenziner. Hoppla, haben hier tatsächlich noch einen Haubenaufsteller. Also ein 1,4 Liter Turbobenziner mit 140 PS. Dann gibt es einen 1,6 Liter Diesel, der hat dann 136 PS. Wir reden aber hier über die GT-Version. Das ist dann ein 1,6 Liter Turbobenziner und der leistet 204 PS. Kombinierbar ist beides mit, also beziehungsweise in der Serienausstattung hat er jeweils eine 6-Gang-Handschaltung, aber für alle drei Motorisierungen gibt es auch ein 7-Gang-DSG. Das ist das erste Mal, dass der GT auch mit einem DSG, also mit einer Automatik angeboten wird und alle drei Motoren erfüllen jetzt auch die neue Abgasnorm Euro 6 D-Temp. Was noch wichtig ist, den 204 PS Motor, den 1,6 Liter, den gibt es tatsächlich nur als GT-Version. Also egal, ob nun Proceed oder Fünftürer, den Kombi übrigens nicht, 204 PS immer nur in der GT-Version und die anderen beiden Motoren, das ist dann GT-Line. Wenn wir uns die Front mal ein bisschen genauer ansehen, im Prinzip ist die schon so ähnlich wie der Serien-Ceed. Wir haben allerdings im Gitter, also ich rede jetzt über die Veränderung Serien-Ceed gegen Ceed GT, wobei das natürlich auch für den Proceed gilt von der Front her. Ihr seht hier rote Elemente im Grill haben sie verewigt und hier haben wir natürlich den GT-Schriftzug noch auf der linken Seite, damit man auch weiß, was man fährt. Und das Rot wird unten dann nochmal gedoppelt,
durch die rote Linie am unteren, an der unteren Spoilerlippe. Der Farbfächer vom Kia ProSeed umfasst 10 Farben. Wenn man sich für den GT entscheidet, dann ist Rot aber immer wieder mit dabei. Unter anderem hier auch bei den Felgen in der Mitte. Und wir haben beim GT natürlich auch rot lackierte Bremssätze. Die Bremsscheiben übrigens größer und dicker als bei der Serienversion. Und auch im Schwellerbereich, im Schweller wird das Rot nochmal aufgegriffen. Hochglänzend schwarz und rot, so der sportliche Seitenschweller hier bei der GT-Version vom ProSeed. Und bevor wir uns in den Innenraum setzen, will ich zumindest einmal in den Kofferraum gucken. Klar, ein Shooting Brake ist eher so ein Lifestyle-Kombi, aber der ProSeed bietet fast 600 Liter. Er ist mit 594 Liter nur 29 Liter kleiner als der Station Wagon bzw. als der Sports Wagon und bietet unter anderem hier auch ein Schienensystem, mit dem man seine Fracht verladen kann. Aber das gucken wir uns dann bei der Fahrveranstaltung natürlich ein bisschen genauer an. Serienmäßig ist auf jeden Fall eine elektrische Heckklappe dabei. Und wo die Klappe so schön zufährt, sehen wir hier einmal ein durchgehendes Lichtband. Das ist ja im Moment auch sehr en vogue. Und ganz wichtig, bei der GT-Version haben wir zwei dicke Auspuffblenden an beiden Seiten. Und wenn ich da reinfasse, dann spüre ich auch ein echtes Rohr. Also das ist nicht nur Schein, sondern das ist auch tatsächlich Sein. Zudem haben sie hier in hochglänzend schwarz am unteren Boden auch noch einen Diffusor angedeutet, um die Sportlichkeit des Fahrzeugs zu unterstreichen. Und wenn Ike mal 3 Schritte nach hinten geht noch und auf den Wagen schwenkt, dann seht ihr, dass der schon ziemlich satt auf der Straße steht, der ProSeed. Das ist ja auch der Anspruch, den sie hatten. Sie wollten das Fahrzeug möglichst sportlich zeichnen. Im Innenraum, und bitte nicht vergessen, wir reden hier über den ProSeed GT. Aber das ist eigentlich im Innenraum auch ziemlich egal. Es könnte auch der Seed GT sein. Wir haben hier feine Sportsitze, die haben sie noch mal ein bisschen aufbereitet. Entschuldigung, die Seitenpolster sind noch mal ein bisschen aufgewertet worden. Und wir haben eine Mischung zwischen Leder und Alcantara mit so einer GT-Stickerei auch noch. Oh, wer hat denn hier drin gesessen? Fahrersitz übrigens elektrisch zu verstellen. Und er kommt auch mit einem sportlichen Lenkrad, unten abgeflacht, in Leder gehalten, die Seiten perforiert. Was aber meines Erachtens genauso wichtig ist wie die Sportlichkeit des Autos, die ganzen Assistenzsysteme, die sie mit dem neuen Seat vorgestellt haben, ich habe euch ja das lange Review gezeigt, sind natürlich auch hier im ProSeed und im Seed GT oder im ProSeed GT verfügbar. Das heißt, dieser Stauassistent, der teilautonomes Fahren nach Level 2 realisiert, den gibt es natürlich auch hier im Shooting Brake bzw. in der sportlichen Version. Was ich schön finde, auch an die Konnektivität haben sie ja gedacht beim Seed, auch beim ProSeed und beim Seed GT. Wir können hier Apple CarPlay nutzen, wir haben induktives Laden. Und was ich sehr schön finde beim Seat generell ist, dass das ganze Cockpit natürlich fahrerorientiert ist. Die ganze Mittelseite ist mir zugewandt und somit habe ich alles im Blick und im Fokus, auch wenn ich mal ein bisschen schneller unterwegs bin. Ja, hinten wollen wir auch noch mal schnell einsteigen. Wie verhält sich das wohl mit den dicken Sportsitzen? Habe ich trotzdem noch genug Platz? Erstmal das Einsteigen habe ich gar nicht gemerkt, dass ich den Kopf eingezogen habe. Das passt auf jeden Fall. Kopfstütze ist natürlich ein bisschen tief. Aber meine Füße bekomme ich nicht unter den Sitz. Trotzdem habe ich hier eine Menge Beinfreiheit. Und so auf den ersten Blick stört mich auch nicht die Kopffreiheit. Nee, da ist wirklich Platz. Das macht einen guten Eindruck hier hinten. Ja, das ist auch schon alles, was ich euch heute sagen kann. Ich könnte euch das Auto natürlich noch ein bisschen länger zeigen. Ich persönlich denke, er ist ganz schön geworden. Jetzt muss man ihn mal fahren sehen. Das finde ich ja immer wichtig. Die Fahrveranstaltung wird wahrscheinlich Anfang 2019 stattfinden, vielleicht auch noch dieses Jahr. Die Preise wird Kia wohl auch erst Anfang 2019 bekannt geben. Den ProSeed, also den Shooting Brake, hatte ich euch gesagt, gibt es erst ab der GT-Line. Also hat nichts mit dem Einstiegspreis von 18.000 Euro wie beim Sportswagen zu tun. Aber wenn man die beiden vom Preis her vergleicht, auf Basis der GT-Line, dann wird der Shooting Brake wahrscheinlich ein paar Euro mehr kosten. Es wird aber nicht die Welt sein. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Fahrveranstaltung, auf der ich euch das Auto dann genauer vorstellen kann. An dieser Stelle verabschiede ich mich aber erstmal und sage wie immer, tschüss, bis dann, euer Jan. Der blöde Gleitzmann hat uns gar nicht den Fünftürer gezeigt, den Seed GT. Natürlich zeige ich euch den auch noch kurz.
Auch hier steht er in weiß und ihr seht, die Front ist kaum anders. Wir haben auch hier wieder das Rot im Kühlergrill mit drin. Unten an der Spoilerlippe ist das Rot auch nochmal aufgegriffen und natürlich das GT-Logo. Und wenn wir uns die Seitenansicht anschauen, da sehen wir dann, das ist tatsächlich der Fünftürer. Auch hier wieder ausgestattet mit 18 Zoll Felgen, rote Bremssätze. Das Rot wird auch hier nochmal aufgegriffen, genauso wie im sportlichen Seitenschweller, der in Rot-Schwarz gehalten ist, also hochgrenzend schwarz und darunter noch mit Rot hinterlegt. Schauen wir auch noch mal schnell aufs Heck vom Kia Ceed GT. Das sieht natürlich ein bisschen anders aus als beim Pro Ceed, ist ja klar, allein durch die Form. Unten der Diffusor hat auch noch eine leicht andere Form. Dafür kommen meines Erachtens hier die Auspuffblenden deutlich besser zur Geltung und machen das Auto auch noch mal ein Stück satter fast, wobei der Wagen gefühlt nicht so tief auf der Straße steht. Ich persönlich würde mich wahrscheinlich für den Pro Ceed entscheiden, wenn ich die Wahl hätte. Aber es ist ja an euch, ihr müsst die Autos kaufen. Ich verabschiede mich jetzt aber wirklich, ich bin raus und feiere noch ein bisschen. Macht's gut, tschüss, bis dann, euer Jan.